liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von GFL TV, diesmal die Halbfinalausgabe. Ja, es ist Halbfinalwochenende, es entscheidet sich, wer in zwei Wochen in Berlin im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark den German Bowl bestreiten wird. Anfangen tun wir hier in Schwäbisch Hall. Sie haben eben schon gesehen, die Berlin Adler, die sind zum 20. Mal in einem Halbfinale um die deutsche Meisterschaft hier zu Gast bei den Schwäbischer Unicorns beim amtierenden deutschen Meister. Letztes Jahr gab es das Duell Schwäbischer Unicorns, Berlin Adler, wir erinnern uns, dreimal und dreimal gingen die Unicorns als Sieger vom Platz. Ob das auch dieses Jahr so ist und ob sich die Unicorns zu einer Art Angstgegner für die Adler entwickeln, das erzählt Ihnen jetzt Andreas Renner. Die GFL Playoffs bei GFL TV werden Ihnen präsentiert von Rockstar Energy Drink. Der amtierende deutsche Meister, die Schwäbisch Hall Unicorns, empfingen im Halbfinale der German Football League die Berlin Adler und das Haller Hagenbach Stadion mit 2200 Zuschauern vollgestopft bis fast auf den letzten Platz. Wieder mit dabei Quarterback Jake Spitzelberger, trotz Knieverletzung im Viertelfinale gegen Düsseldorf, ganz der Alte. Die Berlin Adler vertrauten auf ihren Viertelfinal-Matchwinner-Neuzugang Jimmy Lee Malone letzte Saison noch in Essen. Der war erst zur zweiten Saisonhälfte nach Berlin gekommen. Gegen Marburg er also der entscheidende Mann, aber wir gehen rein in den ersten Drive und da haben die Haller Ballbesitz, 3. und 11. Pass von Spitzelberger auf Johannes Brenner. 9 Yards, noch kein First Down, das klappt dann aber im 4. Versuch. Und jetzt sind wir an der Adler 30, 2. und 5. Und Spitzelberger auf Fritz Waldvogel, der Amerikaner, 23 Yards Raumgewinn. Waldvogel nach Oberschenkelverletzung im Viertelfinale hatte er kaum gespielt, er war wieder mit dabei. Fehlen noch 7 Yards in die Endzone und die gehören Waldemar Schander, der Running Back, mit dem ersten Touchdown der Partie zum 7:0. Auch Schander hatte mit Verletzungen zu kämpfen gehabt in der zweiten Saisonhälfte, aber rechtzeitig zu den Playoffs ist er wieder mit dabei. Die Adler mussten anschließend punten, also wieder Ballbesitz für Schwäbisch Hall. Und da kommt Fritz Waldvogel und das sind 10 Yards Raumgewinn. Schaut nicht so schlecht aus, was der Amerikaner zu bieten hat nach seiner Verletzung. 2 Spielzüge später, Spitzelberger, Big Play zu Ari Adegbesan, 45 Yards. Erste Saison in der ersten Mannschaft für Adegbesan, das war schon mal ein Big Play und anschließend kommt der Touchdown, Spitzelberger aus 2 Yards zum 14:0. Er hier hatte es vorbereitet, Adegbesan, 19 Jahre alt, 2 Meter und 3 groß und Junioren-Nationalspieler. Jetzt dann aber mal Zeit für die Offense der Berlin Adler. Da ist Alex Good, da ist Daniel Föhringer und 69 Yards später wird Föhringer ins Ausgeschoben von Gerhard Jäger, der den ursprünglichen Fehler gemacht hatte und Föhringer laufen ließ. Wechseln wir die Seiten, der Drive geht weiter rein ins zweite Quarter und Good jetzt mit dem Touchdown-Pass für Conrad Meadows, 10 Yards. Die anschließende Conversion ist nicht gut. Die Schwäbisch Hall Unicorns führen mit 14:6. Zeit für die Haller Offense. Jetzt schon wieder in der Berliner Hälfte. Spitzelberger, Pass angetäuscht, dann läuft er selber. Und von seiner Knieverletzung auch in dieser Partie nichts zu merken. Dann Spitzelberger auf Adegbesan und das sind nochmal 9 Yards Raumgewinn. Vor der Endzone wird es dann allerdings eng, Pass auf Waldvogel, Raumverlust, getackelt für minus 1 Yard, deswegen nur ein Field Goal Versuch für die Unicorns und das macht Defensive Lineman Thomas Rauch. 22 Yards die Entfernung, 17:6 der neue Spielstand. Noch über 8 Minuten zu spielen in der ersten Halbzeit. Hier sind die Adler mit Alex Good. Laufspiel durch die Mitte nur angetäuscht. So kennt man das von ihnen. Good macht es selber. 30 Yards Raumgewinn. Das Laufspiel der Berliner, das ist ihre stärkste Waffe. Entweder Good oder eben auch Malone durch die Mitte hier. Malone mit 16 Yards. Dann aber der Fehler. Good hat Schwierigkeiten mit dem Snap, wird gesackt von Alex Wertheimer.
Vierter und 7. Die Adler in Field Goal Formation, dann leisten sie sich einen Fehlstart. Und es gibt eine Besprechung an der Seitenlinie. Vierter und 12, na den spielen wir aus, sagen sie. Und das kommt dabei raus. Touchdown-Pass von Gürt auf Föhringer. 22 Yards. Ja, und nur noch 17 zu 14 für die Gastgeber. Überraschende Entscheidung des Berliner Coaching-Staffs. Aber ja, wenn man recht hat, hat man halt recht. Zwei Spielzüge später, die Schwäbisch Hall Unicorns. Spitzelberger findet Walt Vogel über die Mitte und das ist die Antwort eines Champions. 55 Yards in die Endzone. Walt Vogel reißt sich da los aus dem Tackle und die Antwort der Schwäbisch Hall Unicorns folgt prompt 24 zu 14. Der Zwischenstand. Und auch bei Walt Vogel, muss man sagen, scheint nicht mehr viel zu fehlen zur Topform nach seiner Verletzung. Dann also wieder die Adler. Gut, und hier kommt der Fehler. Interception, Jonathan Ziegner. Die Chance für die Unicorns, vor der Pause fast schon alles klar zu machen. Spitzelberger mit dem Pass in die Endzone. Adek Besan. Aber da fliegen die Flaggen, Pass ist ohnehin unvollständig und es gibt Pass Interference gegen die Offense. Kann man darüber diskutieren. Und es entsteht ein langer Versuch und wir haben es nicht im Bild, aber der Pass von Spitzelberger wird abgefangen von Kevin Kuhs und es gibt eben nicht weitere Punkte für die Schwäbisch Hall Unicorns und das Spiel bleibt halbwegs eng. Dann sind wir in der Halbzeitpause. GFL Radio war zu Gast Nicolas Martin mit Gaster Tino von Eckhardt und Halbzeitgast Unicorns Präsident Jürgen Gerke. Und dann war aber auch schon wieder Zeit für Football. Zweite Hälfte, erster Spielzug. Die Adler im Ballbesitz. Jimmy Lee Malone durch die Mitte. 32 Yards Malone mit 86 Yards bei 13 Carries. Aber es geht ja auch mit dem Pass auf Jimmy Lee Malone. Das sind gleich nochmal 14 Yards obendrauf. Dann Gürt in der Red Zone, gejagt von der Verteidigung. Simon Brenner bringt eine Hand an ihn. Gürt geht zu Boden. Ein Sack führt zu einem Field Goal. Benjamin Scharweit. Und das hier soll ein Fake werden, aber die Unicorns haben damit gerechnet. Gerhard Jäger macht den Tackle, keine Punkte für die Adler. Allerdings auch keine für die Unicorns, die anschließend punten müssen. Und so die Adler jetzt mit einem zweiten Versuch und 13. Alex Gürt an der eigenen 44. Weicht dem Druck aus, dann findet er Daniel Föhringer. Touchdown, 56 Yards Föhringer. Mit einer klasse Leistung da an der Seitenlinie, wie er den Ball dann noch an den Pylon drückt. War alles sauber. Millimeterarbeit von Föhringer. 7 Catches, 160 Yards und 2 Touchdowns für Daniel Föhringer. Da hat man sich eine kleine Pause anschließend verdient. Es folgten 2 Punts. Und dann wieder die Unicorns in der Offense. Wir sind im 4. Quarter. Das ist Jake Spitzelberger zu Fritz Walt Vogel, 19 Yards Raumgewinn und Walt Vogel mit 12 gefangenen Bällen für 143 Yards. Aber waren ja noch mehr Waffen in der Halle Offense, zum Beispiel Waldemar Schander 8 Yards durch die Mitte und dann fehlen noch 2 bis in die Endzone, 2 Yards nämlich. Spitzelberger mit dem Touchdown kurz vor der Endzone ist der Mann mit der Nummer 4 praktisch nicht zu stoppen. 31 zu 21 für Schwäbisch Hall. Da waren die Adler mal wieder drauf und dran gewesen, das Spiel richtig spannend zu machen. Und schon sind es wieder 10 Punkte Rückstand. 2. und 3 für die Berliner Offense. Lauf von Gürt. 13 Yards. Gürt insgesamt mit 94 Yards Rushing. Dann aber das hier. Gürt und Malone kommen sich da im Backfield in die Quere. Bedeutet 6 Yards Raumverlust. Und 4. und 5 für die Adler Offense. Und da kommt Danny Emanuel durch die Linie geschossen mit dem Sack, Turnover on Downs der Berlin Adler. Anschließend Schwäbisch Hall an der eigenen 44, 3. und 6. Spitzelberger auf Adek Besan, 23 Yards. Adek Besan mit 6 Catches für 96 Yards.
Und dann wieder das Laufspiel durch die Mitte. Waldemar Schander, 14 Yards. Die Berliner Defense versuchte sich gegen die Niederlage zu stemmen, aber jetzt war kein Kraut mehr gewachsen gegen die Unicorns. Touchdownlauf, Spitzelberger, 2 Yards in die Endzone. Dritter Touchdown für Spitzelberger per Lauf. Einen hat er noch erworfen. Endstand 38-21 für die Schwäbisch Hall Unicorns. Groß war der Jubel im Hagenbach-Stadion. Und vor allen Dingen auch bei der Mannschaft der Schwäbisch Hall Unicorns. Wir fahren nach Berlin. Das Projekt Titelverteidigung für die Schwäbisch Hall Unicorns. Es ist noch nichts beendet. Bei mir jetzt Vanja Müller, Headcoach der Berlin Adler. Vanja, 38-21 steht es am Ende. Trotzdem ein knappes Spiel bis auch ins vierte Quarter rein. Wie fällt dein Fazit zum heutigen Halbfinale aus? Ach, ich weiß nicht, ob ich jetzt ein Fazit überhaupt ziehen möchte. Ist natürlich ein schwerer Brocken. Sind natürlich mit der Hoffnung hergekommen, das Spiel zu gewinnen. Haben am Anfang, ich glaube, ziemlich schnell 2 Scores hinten gelegen und dann wieder zurückgekämpft. Ich denke, dass ein 38-21 das Spiel nicht ganz widerspiegelt, wie es eigentlich auch gewesen ist. Aber im Endeffekt hat in den wichtigen Situationen Hall die richtigen Sachen gemacht, wir nicht. Und daher hat Hall verdient gewonnen. Das war jetzt deine erste Saison als Vollzeit-Headcoach, nachdem du das Team jetzt wieder übernommen hast. Wie sieht es da aus? Man hat von den Berlinern vor der Saison wenig gehört. Und ihr habt euch so ein bisschen von der grauen Maus hochgemausert zum Vizemeister im Norden. Wenn man jetzt eine ruhige Offseason hat, kann man dann auch wieder den Titel angreifen? Also vom Vizemeister im Norden können wir uns nichts kaufen. Aber nichtsdestotrotz denke ich, dass wir uns sehr gut zusammengerafft haben, nachdem im letzten Jahr auch viel durcheinander war. Und wir werden genau da weitermachen. Mein Ziel ist es, dort weiterzumachen, wo wir dieses Jahr aufgehört haben und im nächsten Jahr noch stärker zu sein. Wir werden zumindest unter meiner Führung nicht die Mannschaft sein, die immer viel von sich redet und immer viel posaunt. Das ist nicht mein Stil. Das heißt, man wird gucken. Vielleicht wird man ein bisschen was im Winter hören über neue Sachen sicherlich. Aber wir werden uns nicht hinstellen und in die Welt posaunen, was genau alles passiert, um uns selber gut zu reden, sondern die Taten auf dem Platz müssen sprechen. Und das wird unser Ziel sein als Trainerstab, daran zu arbeiten, dass im nächsten Jahr wir hoffentlich dann auch den nächsten Schritt machen können. Siege Gerke, 38-21 Sieg, zweiter German Bowl Einzug in Folge. Herzlichen Glückwunsch erstmal dazu. Aber schwere Arbeit heute gegen die Adler. Die haben wirklich bis zum Unfallen gekämpft. Die 17 Punkte Vorsprung, klarer als das Spiel eigentlich. Glaube ich schon. Also und es war, kam aber auch nicht überraschend für uns. Wir wussten, dass es heute eine sehr harte Begegnung wird, dass die sich wehren. Die spielen eben in Offense und Defense, hat man auch heute gesehen, relativ fehlerfrei. Und da braucht man ein bisschen Geduld. Und so, daran haben wir auch appelliert die ganze Zeit, dass wir dranbleiben müssen. Und auch wenn wir in Führung liegen beispielsweise, nicht sagen, okay, das reicht jetzt mal. Und aber die Adler haben bis zur letzten Minute dagegen gehalten, war also ein extrem schwieriges Spiel. Jetzt steht man zum zweiten Mal im German Bowl. Letztes Jahr die riesen Euphoriewelle. Wie geht man jetzt in diesen German Bowl? Geht man da als Favorit, weil man Titelverteidiger ist, oder doch als Außenseiter, weil man das Südteam gegen das Nordteam ist? Wir wissen ja unseren Gegner noch nicht, ne? Aber die Chance für Kiel ist groß. Und Kiel hat, denke ich, noch dominanter gespielt dieses Jahr als letztes Jahr. Bei uns, wir hatten ja unsere 2 Niederlagen jetzt schon während der Saison. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt gegen Kiel Favorit werden im German Bowl. Im Moment können wir auch noch nicht recht dran denken, wie da die Rollen verteilt sind. Und letztendlich ist es auch egal. Also wir gehen da rein natürlich, um zu gewinnen. Und werden uns wieder einen Gameplan zurechtlegen. Die haben jetzt zum Beispiel mit Joe Roman einen anderen Defense-Coordinator als letztes Jahr. Da wird sich sicher was getan haben. Teilweise andere Amerikaner in der Offense. Da müssen wir jetzt erstmal schauen. Wir haben uns bisher noch nicht mit unserem German Bowl-Gegner befasst. Und wenn es soweit ist, spielen wir gegen den. Aber so Jungs wie ihr dürfen entscheiden, wer Favorit ist. Okay. Die Schwäbisch Hall Unicorns qualifizieren sich also für den German Bowl und die Spieler freuen sich. Hier haben wir Thomas Rauch, hinter mir haben wir Paul Nischisecki zum Beispiel oder auch Alex Wertheimer. Also die ganze D-Line der Unicorns freut sich auf den zweiten German Bowl-Einzug in Folge. Aber der German Bowl wäre ja langweilig, wenn die Unicorns den allein bestreiten würden. Das heißt, wir brauchen noch einen Gegner.
Und der wurde ermittelt bei Kilia Kiel zwischen den Kiel-Baltic Hurricanes und den Dresden Monarchs. Und natürlich auch in diesen Spielbericht gucken wir rein. Und dann wissen wir auch, wer am 13. Oktober im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark zu Berlin aufeinander trifft. Weiter landunter im Kieler Holstein-Stadion. Deswegen war erneut das Stadion des FC Kielia Schauplatz eines Playoff-Spiels der Kiel Baltic Hurricanes. In der Vorwoche im Viertelfinale gab es einen klaren Sieg gegen die Stuttgart Scorpions. Jetzt also waren die Dresden Monarchs zu Gast. Und die Gastgeber, angeführt von ihrer Nummer 12, Quarterback Jeff Welch, der Veteran, führt eine Offense, ja, die sein Coach Patrick Esuma als NFL-Offense bezeichnet. NFL-Erfahrung hat auch er hier bei den Dresden Monarchs, der Mann mit der Nummer 5, Larry Kroom, einer der besten Running Backs der German Football League. Wenn er erfolgreich läuft, dann läuft's auch bei den Dresdnern. Das ist das zweite Offense-Play der Partie. Pass von Jeff Welch und die Interception für die Dresdner. Christoph Graf geht dazwischen. Aaron Love hätte den Ball allerdings fangen können für die Kieler. Also gleich der erste Fehler im Spiel und dann von den Gastgebern. Mal sehen, was die Dresdner draus machen. Da haben sie ihren Quarterback Warren Smith. Ballübergabe ist nur angetäuscht. Er läuft selbst und macht 12 Yards. Smith, ein beweglicher Quarterback, immer gut zu Fuß, immer eine Gefahr, auch kurz vor der Endzone, so wie hier. Wieder die Ballübergabe nur angetäuscht. Smith über die rechte Seite in die Endzone. 9 Yards zum Touchdown. 7:0 die Führung für die Gäste aus Sachsen. Kleiner Unfall also für die Kiel Baltic Hurricanes. Der Fehler in der ersten Angriffsserie sofort von den Gästen ausgenutzt. Jetzt schauen wir mal, wie sie diesen Fehler verarbeitet haben mit ihrer Offense. Sie haben ja immer noch den Mann mit der Nummer 1, Trevor Dee. 10 Yards Raumgewinn für den besten, den erfolgreichsten Running Back der German Football League in dieser Saison. Und dann sind es noch 59 Yards bis in die gegnerische Endzone. Und das kann auch mal ganz schnell gehen. Welch, Play Action, Philipp Dorndorf, Touchdown, der Ausgleich zum 7:7. Anschließend dann ein guter Return von Dresdens Chris Evering. Das führt zu einem Field Goal Versuch der Monarchs. 45 Yards für Jan Hilgenfeld, aber der Kick wird geblockt, aufgenommen von Michael Tauili'ili. Keine Punkte für die Monarchs. Anschließend die Kieler Offense mit einer Strafe. Deswegen machen wir weiter mit einem ersten Versuch und 17. Und zwar ziemlich kurz vor der eigenen Endzone. Aber da ist Trevor Deed und da ist die Lücke. Und der ist schnell genug, um das auszunutzen. 30 Yards Raumgewinn. Deed, der ein klasse Spiel machte. Und wenn Sie das bezweifeln, dann schauen Sie mal hier hin. 54 Yards in die Endzone. Trevor Deed beim dritten Versuch ist er auf und davon. Touchdown Kiel Baltic Hurricanes. Touchdown Trevor Deed. 14:7. Super Spiel also vom Kieler Running Back. Was war eigentlich mit dem Dresdner Ballträger, mit Larry Kroom? Der zeigt hier, dass er durchs offene Scheunentor auch erfolgreich laufen kann. Das waren immerhin 18 Yards für den Mann mit der Nummer 5. Und die Vorarbeit für diese Szene. 34 Yards vor der Endzone. Smith, angetäuschte Ballübergabe. Und dann zu seinem Namensvetter Jamal Smith nämlich auch. Touchdown zum 14:14. Jamal Smith, der zu Saisonbeginn noch für die Kiel Baltic Hurricanes spielte und erst im Lauf der Spielzeit nach Dresden wechselte. Das war also ein sehr ereignisreiches erstes Quarter im Stadion des FC Kielia. Jetzt sind wir im zweiten Quarter und sehen den Führungstouchdown für die Kiel Baltic Hurricanes. Welch auf Aaron Love, diesmal festgehalten, 25 Yards, 21:14. Die Monarchs mussten anschließend punten und die Canes jetzt mit einem vierten Versuch und 10. Welch sucht Benjamin Mau, aber der Ball ist unvollständig. Welch mit keiner so guten Trefferquote, wie man es von ihm kennt. Also Ballbesitz nach dem Turnover on Downs für Dresden, aber nur kurz. Pass Smith abgefangen von Derek Postdorfer. Erneut also Ballbesitz für die Canes und kurz danach dritter Versuch und Goal.
Welch hat eigentlich genug Zeit, sucht Aaron Love. Pass ist nicht fangbar. Welch in dieser Partie mit nur 6 vollständigen Pässen aus 16 Versuchen. Und die Canes mit einem Field Goal, einem Fake Field Goal, nämlich Mau mit dem Pass auf Michael Taulii'ili. Aber die Dresdner rechnen damit. Keine Punkte mehr in der ersten Halbzeit. Wir gehen in die Pause mit einer 21:14 Führung für die Gastgeber. War also noch nicht beruhigend. Die Fans in Kiel mussten durchaus weiter zittern. Die zweite Hälfte begann mit 2 Punts und dann 3. Versuch und 10 für die Gäste aus Dresden. Smith mit dem Pass zu Larry Croom. Das sind aber nur 4 Yards Raumgewinn und das bedeutet, sie müssen sich mit einem Field Goal begnügen. 34 Yards die Entfernung für Jan Hilgenfeld. Eigentlich kein größeres Problem für Hilgenfeld, aber der Kick hier ist geblockt. Zum zweiten Mal in dieser Partie die Kieler mit einem Block gegen ein Dresdner Field Goal. Hilgenfeld, der Unglücksrabe. Und daraus entsteht dann folgende Offensivaktion. Touchdownlauf Trevor Deed, 20 Yards in die Endzone, 28:14. Zwei Touchdowns Rückstand. Jetzt war es Zeit für die Dresden Monarchs und Larry Croom, der hier gleich mal 20 Yards durch die Mitte macht. Insgesamt 111 Yards für den Mann mit der Nummer 5. Und dann sind wir im 4. Quarter. Der Drive geht bis ins 4. Quarter rein. 4. und 9. Und Smith ohne gegnerische Einwirkung lässt er den Ball fallen. Jacques Huke wirft sich drauf. Smith hatte sowieso keinen guten Tag. 9 von 24 für 122 Yards. Also auch als Passer nichts berauschend. Anschließend folgten 2 Punts und dann der Deckel drauf für Kiel, denn Trevor Deed aus 16 Yards mit dem entscheidenden Touchdown zum 35:14. 3. Touchdown für Deed und aufgepasst, 311 Laufyards für Trevor Deed. Er war also der Matchwinner für die Kiel Baltic Hurricanes. Am Ende 35:14 gegen die Dresden Monarchs und das heißt, Kiel steht zum 5. Mal in Folge im German Bowl. Patrick, die erste Halbzeit ganz knapp, die zweite dann relativ deutlich ausgefallen. Was wurde geändert? Ja, wir haben einfach mal die individuellen Fehler abgestellt, die wir in der ersten Halbzeit gemacht haben. Wir haben Bälle fallen gelassen für einen Touchdown, 2 in der ersten Halbzeit. Dann sieht so eine erste Halbzeit ganz anders aus. Dann führen wir zur Halbzeit schon irgendwie 34:7. Wir haben das Spiel unnötig knapp gemacht in der ersten Halbzeit, haben uns dann auf unsere Stärken besonnen und die zweite Halbzeit dann ein bisschen deutlicher gestaltet. Trevor Deed mit 3 Touchdowns, ein klarer Faktor im Spiel? Auf jeden Fall, aber was man nicht vergessen darf, Trevor Deed ist nur der, der hinter der O-Line steht und den Ball läuft. Also unsere Offensive Line und unsere Titans und Fullbacks, denen gebührt mindestens genauso viel Aufmerksamkeit wie dem, der den Ball läuft. Weil wir haben auch gesehen, als Trevor nicht gespielt hat, sind unsere deutschen Running Backs sehr erfolgreich gelaufen. Also ich glaube, unsere Stärken, unabhängig davon, dass Trevor der beste Running Back der Liga ist, ist auf jeden Fall unsere Offensive Line. Und jetzt gegen Schwäbisch Hall, Revanche fürs letzte Jahr. Wie sieht's da aus? Wir fahren nach Berlin, um zu gewinnen. Also mehr kann ich dazu nicht sagen, das ist wohl offensichtlich. Wir haben uns nach vielen Gesprächen gestern Abend sehr viel vorgenommen für das Spiel und haben natürlich gewusst, dass es für einige Spieler die wahrscheinlich letzte Chance sein wird, ins große Finale zu kommen. Von daher waren wir mental wahrscheinlich sehr sicher richtig gut eingestellt. Bloß für viele war der Druck vielleicht einfach zu groß, das große Spiel in Aussicht zu haben, den German Bowl. Deshalb haben wir heute einfach zu viele Fehler gemacht, die man nicht hätte machen dürfen. Wir haben einfach nicht auf unserem Level gespielt. Wir hatten ein paar angeschlagene Spieler, die vom letzten Spiel gegangen sind. Hatten ein paar Schlüsselszenen wie die Field Goals und Fumble, Interception, diverse Sachen, die einfach das Spiel dann so gedreht haben, wie es dann am Ende gekommen ist. Trevor Deed war mit seinen 3 Touchdowns nicht zu stoppen? Er ist für mich, also ich wüsste keinen besseren, ich wüsste keinen Running Back, gegen den ich jemals gespielt habe, der besser war als er. Und Sie sehen die Stimmung hier in Schwäbisch Hall, die bricht weiterhin alles. Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin, wird hier gesungen. Und ja, also wir haben am 13. Oktober den German Bowl zwischen den Kiel Baltic Hurricanes und den Schwäbisch Hall Unicorns. Das gleiche Duell wie letztes Jahr, aber
Es sind noch 2 Wochen bis zum German Bowl. Erstmal gibt es nächste Woche die Relegation. Die Lübeck Cougars empfangen die Köln Falcons, die Allgäu Comets empfangen die Munich Cowboys. Das gibt es bei GFL Radio zu hören. Natürlich nächste Woche auch in der Videozusammenfassung. Am 9. Oktober produzieren wir wieder unseren German Bowl Preview Podcast. Dann haben wir beide Head Coaches Sigi Gerke und Patrick Isume auch zu Gast. Wird dann bei Facebook verlinkt. Und am 13. Oktober um 18 Uhr ist dann der German Bowl in Berlin zwischen den Schwäbischer Unicorns und den Kiel Baltic Hurricanes. Wird live übertragen von den Kollegen von Eurosport. Wir wünschen Ihnen jetzt eine schöne Woche. Wir feiern noch ein bisschen mit den Haller-Fans mit. Und dann sehen wir uns wieder. Bis dann. Tschüss. Das Team von GFL Internet, TV und Radio wird ausgestattet von 2K5 Athletics, Ihr Teamshop mit Fanware und Teamware. Und Powerstoff, Premium-Funktionsbekleidung. This is GFL Football. Psych, psych, psych.